Willkommen. Wir reden ein bisschen über dynamische Routing-Protokolle, Aufzucht und Pflege, also warum wir das Zeug brauchen, wie wir es benutzen und wie es eigentlich so intern funktioniert. Das wird jetzt nur ein kurzer Abriss werden. Ansonsten könnte ich über OSPF auch locker 2 Tage reden. Ja, das ist relativ einfach gehalten. Hallo Sascha. Da hinten. Die Lösung der Audioprobleme. Ich weiß nicht, mein knackt nichts. Nein, dein Mikro ist auch gemutet, wenn du es einfach so im Gürtel gesteckt hast. Da waren sie, die Audioprobleme. Genau, da waren sie, die Audioprobleme. Ist das jetzt schöner, ja, ne? Ja. Wir fangen an, gucken uns ein bisschen Static Routing an, warum man das eigentlich nicht haben möchte. Wir gucken uns dynamisches Routing an, gucken uns Distance-Vector-Protokolle an und Link-State-Routing-Protokolle. Da gibt es ein paar fundamentale Unterschiede. Wir gucken uns OSPF auf Linux an mit einem Bird. Die Demo macht der Max dann nachher. Und wir gucken uns OSPF auf Hardware, also Hersteller-Hardware an. Sprich das Zeug, das man so bei Cisco, Juniper oder Ähnlichem kriegt. Die Slides skippen wir. Das ist unsere Netzwerktopologie, die wir hier aufgebaut haben. Die ganzen CRA, CRB, CRC, CRD-Dinger sind die Kisten, die ihr da vorne seht. Max hat was mit Holz gemacht. Der BR, der Border Router, ist der obere. Der große da mit dem Cyberaufkleber. Genau, der große mit dem Cyberaufkleber drauf. Und der hängt am Internet. Und damit kann man dann so ein bisschen OSPF-Topologien spielen. Und warum ist jetzt das Bild kaputt? Ah. Nee. Sascha hat gesteckt. Sagen sie alle. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Genau. Das ist so das Netzwerk, in dem wir uns ein bisschen austoben wollen. Da drüben steht als DR02, steht dann die Cisco-Möhre noch. Da vorne steht. So. Statisches Routing. Wie wir heute Morgen im Grundlagen-Dings schon mal das hatten. Routing unter IP, also Routing mit IP funktioniert nach dem Hot Potato Prinzip. Keine Ahnung, wohin das soll, mach du mal. Das heißt, jeder Host muss irgendwo die Wege im Netzwerk kennen. Wenn ich jetzt diese Netzwerktopologie habe, diesen Ring, muss ich auf jedem Host konfigurieren, welches Netz er wohin schicken muss. Das skaliert irgendwann nicht mehr, das wird anstrengend. Und vor allen Dingen, man vergisst Dinge und dann gehen Sachen nicht und warum kriege ich denn aus dem Netz den Host nicht erreicht und so weiter? Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendwo ein Kabel kaputt geht, man denkt an das große gelbe Kabelsuchgerät von Caterpillar, oder dass ein Router kaputt geht, muss ich alles anfassen und das werde ich niemals richtig machen. Genau. Selbst mit Automatisierung ist das schwierig. Also das Ganze wächst auch gerne exponentiell. Das heißt, je mehr Router ich habe, desto mehr muss ich konfigurieren. Und macht's nicht. Also wenn ihr 2, 3 Systeme habt, ist es okay, aber darüber ist es eigentlich nur noch fehleranfällig und problematisch. Dynamisches Routing hat den Vorteil, die Systeme erkennen ihre Ziele, wo sie hin können und propagieren das durchs Netzwerk. Das machen sie mit sogenannten Routing-Protokollen. Wenn ich irgendwo ein neues Netzwerk anstöpsel, ist das sofort im ganzen Netz bekannt. Das Einzige, was ich machen muss, wenn ich so einen Router initial aufsetze, ich muss ihm mal sagen, hey, du sprichst das und das Routing-Protokoll, also du sprichst OSPF, RIP, EIGRP, irgendwas, nimm doch bitte an diesem Netz teil. Es gibt so zwei Arten, also es gibt so zwei grundlegende Arten von Routing-Protokollen. Es gibt interne Routing-Protokolle wie RIP, OSPF, ISIS oder EIGRP, die in der Anzahl der Routen so ein bisschen limitiert sind, so bis nahe 60.000, 65.000 geht das meistens. Dann gibt es Exterior Gateway Protocols wie BGP. Da habe ich nach oben eigentlich kein direktes Limit. Das heißt, ich kann auch locker mal 1 bis 2 Millionen Routen in das Protokoll reinkippen und das kratzt das nicht. Und es gibt Menschen, die das tun. Think Google. So, BGP setzt sich halt auch immer mehr als IGP, also als internes Gateway Protokoll durch. Hat so seine Gründe. Fangen wir mal mit Distance Vector an. So ein Router schickt immer seine komplette Routing-Tabelle an seine Nachbarn weiter.
Dabei gibt es die Regel, eine Route, die ich empfangen habe, darf ich auf demselben Interface nicht wieder rausschicken. Und ich muss meine Metriken hochziehen. Das heißt, wenn ich hier bei A anfange, sagt A, B, hey, ich kenne die Netze bei A. B sagt dann irgendwann C weiter, ich kenne A und B. So. A gibt das entsprechend an D weiter, D gibt es an E weiter und E gibt dann wieder an C weiter, hey, ich kenne A, D und E. Hier habe ich einen Pfad mit zwei Hops, also einer Metrik von zwei, zwischen B und C. Und ich habe zwischen E und C einen Pfad mit einer Metrik von drei, weil da drei Hops zwischenliegen. Und so wird entsprechend die Metrik hochgezählt. Wenn es jetzt anfängt, irgendwo im Kreis zu routen, nennt man das Counting to Infinity. Das heißt, Infinity, also die Unendlichkeit. In dem Fall ist es bei 15. Das heißt, ein RIP-Netz kann, ein Netz, was RIP benutzt, kann halt nicht größer als 15 Hops werden. Weil alles, was eine Metrik größer 15 hat, als ungültige Route verworfen wird, weil die möglicherweise irgendwo im Kreis geschickt wird. Na, das heißt, der Pfad irgendwie, ich kenne D, kommt auch irgendwann hier bei A an und hat dementsprechend hier eine Metrik von 1, hierum hat es dann eine Metrik von 4. Ist klar, welcher Pfad benutzt wird. So, das Ganze heißt Distance Vector, weil ich einen Vektor habe, also eine Richtung. Sprich, ich kenne A über B mit einer entsprechenden Distanz, also der Metrik da drin. Da kommt's her. Das waren so die ersten einfachen Routing-Protokolle. Damals hatten die Router noch nicht so viel Speicher, nicht so viel CPU-Leistung. Die ersten Router waren so die IMPs, die Internet Message Processors. Die hatten, ich glaube, das war nicht mal ein paar Kilobyte Speicher, waren so kühlschrankgroß. Konnten so 56 Kilobit in jeder Richtung. Internet-Scale. Genau. Das war damals das Internet. Dann gibt es schöne Sachen, das ist wie Link-State-Routing. Link-State-Routing heißt, jeder Router verschickt nur seine Link-States, die er kennt. Ich habe einen hierarchischen Aufbau. Das heißt, ich habe im Zweifel zwei sogenannte Areas. Und jeder Router kommuniziert nur, hey, ich kenne A, B und C. Oder ich kenne nur das, was bei mir angeschlossen ist. Dadurch bauen alle Router eine Tabelle auf, wer was kennt. Das heißt, ich habe dann so einen Knotengraph hier unten. Kann an diesem Knotengraph entsprechend auch Metriken, also Fahrtkosten dran schreiben, weil ich sag mal, man möchte die 2-Megabit-Leitung teurer machen als die 100-Megabit-Leitung, weil man ja eigentlich die 100-Megabit benutzen möchte. Das klebt halt an diesen sogenannten Link-State-Advertisements dran. Die werden halt in regelmäßigen Abständen verschickt und geupdatet. Und damit baut sich jeder Router sozusagen sein eigenes Bild von seinem Netzwerk zusammen, was er worüber erreicht. Das heißt, jeder Router hat eine volle Kenntnis der gesamten Topologie und nicht wie beim Link-State-Routing, wo ich halt nur meine nächsten Nachbarn kenne. Pfade werden nach dem sogenannten Dijkstra-Algorithmus zusammengebaut. Das heißt, der geht unten los und fängt an, Pfadkosten zu zählen und wählt dann den jeweiligen Pfad mit den geringsten Kosten aus. Deswegen auch Open Shortest Path First. Kann man sehr schön bei der Wikipedia nachlesen, die Seite ist länglich. Ja, Beispiele für Link-State Routing Protokolle sind USPF. Und das ISO-basierte Intermediate System to Intermediate System, das ISIS, das war lange Zeit nicht öffentlich, an die Spezifikationen ranzukommen, da musste man viel Geld für bezahlen, weswegen das auch nicht überall implementiert ist. So ein Zebra und ein Quagga, also die großen Open-Source-Routing-Demons, konnten das lange Zeit nicht. Die Spezifikation ist seit einer Zeit offen und das wird jetzt gerade fleißig dran gebaut, das auch auf Linux hinzukriegen. Funktioniert aber eine ganze Ecke anders als zum Beispiel in USPF. So, soweit die Theorie zu Routing-Protokollen. Kommen wir zu USPF. Was ist USPF? Das ist eine Open-Source-Implementation eines Link-State-Protokolls. Das heißt, man hat irgendwann mal eine Spezifikation verabschiedet und jeder konnte die frei nachimplementieren. Ist definiert in, also es gibt zwei Versionen, USPF V2
und V3. V2 ist ein bisschen älter, in RFC 1247 von, oh Gott, irgendwann aus den 90ern. Kann aber nur mit IPv4 umgehen. Das ist doof. OSPF V3 ist ein bisschen neuer. Kann mit IPv4 und IPv6 umgehen. Setzt allerdings ein funktionierendes IPv6-Netz voraus, weil es über IPv6 Multicast funktioniert. OSPF benutzt bestimmte Multicast-Adressen. In dem Fall habe ich jetzt mal die beiden V4-Adressen drunter geschrieben. 224.005, das sind alle OSPF-Router in dem Segment. Und 224.006 sind die beiden Designated Router in dem Segment. Es gibt einen Default, also Designated Router und einen Backup-Designated Router. Kommen wir aber gleich zu. Die V6-Adressen sind, glaube ich, analog, also FF, Doppelpunkt, Doppelpunkt, 5 und 6. So, wie finden die beiden sich? Ich habe jetzt bei Firewall CX mal das Bildchen geklaut. Ich hatte nachgefragt vor 2 Wochen, habe aber keine Antwort gekriegt. Und dann so frech, das trotzdem einfach zu verwenden. Die beiden Router haben eine sogenannte Router-ID. Das ist üblicherweise die kleinste IP-Adresse auf dem System oder die Loopback-Adresse oder die gesetzte Router-ID. Die brauche ich, damit die Kisten sich voneinander unterscheiden können. Das heißt, wenn ich überall die gleiche Router-ID konfiguriere, kommt das OSPF irgendwann durcheinander. Sehr schnell und sehr hart. Für Sie getestet. Ach, du warst das. Wenn der Link zwischen den beiden Routern hochkommt, stehen die beiden erstmal im Init-State und sehen, okay, hey, mein Interface ist oben, ich mache da OSPF drauf, ich muss mal ein paar Hello-Pakete loslassen. Und sie quatschen halt beide erstmal im Init-State und jeder brüllt sein Hello ins Netz. So, hallo, hier bin ich. Schickt an die 224.005 Hello-Nachrichten. Dann sehen die beiden sich und wechseln auf Unicast tatsächlich. Und sagen, hallo, ich bin hier, bist du auch da? Das ist dieser Two-Way-State. Das heißt, die beiden unterhalten sich schon mal miteinander und haben sich gefunden. Und dann stellen sie fest, so, wir haben hier ein Broadcast-Medium. In einem Broadcast-Medium brauchen wir einen Designated-Router. Damit nicht alle miteinander quatschen müssen, sondern alle nur mit dem Designated-Router quatschen. Dafür gibt es eine Designated-Router-Election. Das gewinnt üblicherweise der mit der niedrigsten IP-Adresse oder der höchsten Priorität. Juniper hat gerne Priorität 128 und man wundert sich. Genau, 128 ist nämlich nie eigentlich, habe ich da gar keinen Bock drauf. Nee, andersrum. 255, oder? 128 oder gewinnt. Genau, 128 gewinnt. Wenn die beiden sich dann ausgekaspert haben, wer denn Designated Router auf dem Segment wird, geht's weiter in Exchange Start. Das heißt so, okay, wir wissen jetzt, wer mit wem reden muss, lass mal Routen austauschen. Das tun sie dann, schicken sie brav ihre Routen und LSAs hin und her. Das geht dann in Exchange State über, nachdem sie sich beide einig geworden sind. Dann kommt der Loading State, wo die restlichen LSAs durch die Gegend geschoben werden. Und anschließend sind sie dann im Full State. Das heißt, wenn man sich so eine OSPF-Tabelle anguckt, sieht man immer schön dieses Full DR, Full BDR oder Full Two-Way. Oder Full PTP. Eine oder. Frage. Ja. Tauschen die tatsächlich Routen aus oder nur Link-States? Link-States. In den Link-States sind ja die Routen enthalten. Aber die Routing-Tabelle baut jeder selber für sich anhand der OSPF-Datenbank, richtig? Genau, die Routing-Tabelle baut jeder Router für sich selber. Sie tauschen Link-States aus, das heißt, wer welchen Next-Hop hat. Im Zweifelsfall kann der Designated Router auch den gesamten Link-State für das Segment flooden. Das heißt, wenn ein neuer Router dazukommt, muss ihm nicht jeder seine Link-States schicken, sondern der Designated Router schickt ihm, hier guck mal, das sind die Link-States, die in der Area bekannt sind, da hast du. Das heißt aber, bei jeder Änderung muss jeder Router, der beteiligt ist, sich seine Routing-Tabelle neu berechnen, zum Teil zumindest. So, genau, wir haben schon über Designated und Backup-Designated Router gesprochen. Kommen wir mal zu den Rollen, die in so einem OSPF auftauchen. Einmal der DR, ist der Designated Router.
synchronisiert alle LSAs in einem Broadcast-Netzwerk. Das heißt, er kriegt die LSAs per Unicast geschickt und schickt sie auch per Unicast üblicherweise weiter. Das heißt, wenn so ein DR umfällt, wäre normalerweise doof. Deswegen wird auch noch ein BDR gewählt, ein Backup-Designated Router, der die LSAs ebenfalls bekommt und weiterverteilt. Fällt jetzt der DR um, der Designated Router, kriegt der Backup-Designated Router die Rolle als Designated Router und es wird ein neuer Backup-Designated Router gewählt. Damit hat man eigentlich immer so einen Zyklus und immer irgendwen, der den Hut auf hat in dem Segment. Wenn ich in einem Segment mehr als diese zwei habe, 3, 4, 5, 30, bauen alle Router-Sessions zu diesen beiden. Das heißt, die sind dann auch full slash irgendwas. Und die Sessions untereinander zwischen dem Rest, also zwei Routern, die keine dieser Rollen haben, bleiben in Two-Way hängen. Mich hat das mal eine Stunde gekostet, rauszufinden, warum mein OSPF kaputt ist. War es gar nicht. Das ist Absicht. Alle Router, also man müsste ja eigentlich ein Full Mesh untereinander machen, damit das nicht nötig ist, gibt es ja diese zwei Designated Router und Backup Designated Router, die die Kontrollfunktion übernehmen und alle anderen Router untereinander stellen nur eine Verbindung her mit, hey, ich habe dich gesehen, aber bleiben dann da stehen, weil es nicht nötig ist, dass die direkt miteinander kommunizieren, aber es besteht zumindest schon mal die Bekanntschaft. Das heißt, darüber sollte man sich dann nicht wundern. Die Stunde könnt ihr euch ersparen. Genau. Und wenn es noch andere Areas gibt, in die Linkstates übertragen werden müssen, macht das der designated Router. Zu Areas kommen wir gleich. Gibt noch zwei weitere Rollen. Es gibt den Area Border Router, der zwischen zwei Areas hängt. Das heißt, ein Interface muss in Area 0 hängen, das andere Interface hängt in einer anderen Area. Ich habe ja bei Linkstate-Protokollen, kann ich mein Netz ja hierarchisch aufteilen. Das heißt, ich kann, wenn ich es ganz wild treibe, mache ich pro Standort eine Area, muss die aber alle zusammenhängend haben. Und dann gibt es noch den Autonomous System Boundary Router. Das heißt, der hat ein Interface, was nicht zu meiner OSPF-Wolke gehört. Das heißt, entweder ins Internet oder in irgendwas anderes. Dann gibt es verschiedene Typen von Linkstate Advertisements. Es gibt den Typ 1, der sagt, hallo, ich bin ein Router. Damit gibt der Router seine Router-ID bekannt und damit ist es das. Dann gibt's Typ 2. Ich bin der Designated Router für ein Multi-Access-Network. Dann gibt's den Typ 3, das Network Link Summary. Das kommt üblicherweise aus irgendwelchen Areas, das sehen wir gleich. Typ 4 ist LSAs, die von einem Autonomous System Boundary Router kommen. Das heißt, das kommt irgendwo von außen. Typ 5 sind auch nochmal wieder Routen, die von außen kommen. Die haben allerdings einen speziellen Einfluss, wenn es eine Not-So-Stubby oder eine Stubby Area gibt. Kommen wir auch gleich noch zu. Und Typ 7 sind LSAs, die in Not-So-Stubby Areas statt Typ 5 LSAs genutzt werden. Weil das sonst zu einfach wäre. Genau, weil es sonst zu einfach wäre. Ganz blöde Frage, aber was ist mit Typ 6 passiert? Der ist runtergefallen. Nein, gibt's nicht. Genau. Genau. So, kommen wir mal so ein bisschen zu den ganzen Area-Konstrukten, nachdem wir jetzt die LSAs erklärt hatten. Ich hätte auch erst Areas erklären können und hätte euch dann bei den LSAs verloren. Jetzt habe ich euch bei den LSAs verloren und muss euch Areas erklären. OSPF-Netzwerke kann ich in mehrere Areas spalten. Das heißt, ich habe eine Backbone-Area, die Area 0, und da sollten andere Areas drinstecken. Das heißt, ich kann mein Netz damit logisch segmentieren. Das macht aber eigentlich nur dann Sinn, wenn die Netze entsprechend groß sind. Das heißt, ab 40, 50 Routern oder vielen 100 Routen pro Area. Wenn ich kleine Areas habe, wo zwei oder drei Router drinstehen, dann kann ich mir den ganzen Kram sparen. Ich muss immer eine Area 0 haben. Es müssen auch alle Areas an die Area 0 angrenzen. Sollten Sie das nicht tun, muss ich einen virtuellen Link durch die Area 0 schleifen. Das heißt, mein Traffic wird immer durch meine Area 0 gehen, um in eine andere Area zu kommen, selbst wenn die Areas zusammenhängen.
Das ist hässlich. Mach das nicht. Wenn ich einen Virtual Link brauche, ist mein Network Design hart komisch. Das Ganze sollte man so einfach wie möglich halten. Man sollte einfach Area 0 reicht üblicherweise. So, mal sei denn, man hat ein richtig, richtig großes Netz. Jetzt haben wir da drüben auch schon wieder unser Netz, unsere Netzwerktopologie hier. Das ist alles Area 0, was wir hier aufgebaut haben. Und wir haben hier oben den BR01. Ist ein sogenannter ASBR, weil er ein Bein im Internet hat. Und dann haben wir einen Autonomous System Boundary Router. So, gucken wir uns mal diese ganzen Area-Typen an. Ich habe eine Standard-Area. Ich habe meine Area 0 und eine Standard-Area 10. In dieser Area habe ich Typ 1, Typ 2 LSAs. Das sind die ganz normalen LSAs, die Router untereinander austauschen. Ich habe zwischen den Areas, Typ 3 LSAs. Das sind Intra-Area-Routen. Ich habe Typ 5 LSAs für irgendwas, was von hier hinten kommt oder was von hier hinten kommt. Und dann habe ich noch meine Typ 4 LSAs für das Zeug, was hier aus dem Internet kommt. Das heißt, ich habe jede Menge, was diese Router miteinander quatschen müssen. Wenn diese Areas größer werden, ist das vielleicht keine so gute Idee, weil ich dann ganz viel Traffic in meinem Routing-Protokoll habe. Und deswegen gibt es die Stub-Areas. Stub-Areas heißt, der Router da hinten ist doof. Der kriegt aus meiner Area 0 kriegt er eine Default-Route und erzählt mir, was er halt. Und erzählt mir hier noch mit Typ 3 LSAs, was er an Netzwerk-Summaries da drin hat in seiner Area. Mehr interessiert mich nicht. Dann kam irgendwann Cisco auf die Idee, also, Stub, das ist ein bisschen doof, das ist uns zu wenig, weil wir haben da ganz komische Sachen noch dranhängen, deswegen gibt's die Not-So-Stubby-Area. Wait for it. Die Not-So-Stubby-Area hat die Typ 7 LSAs, von denen wir vorhin gesprochen haben. Also hat Typ 5, Typ 4, klar. Und für alles, was da von hinten kommt, Typ 7 LSAs. Weil es ist ja eigentlich eine Stubby-Area, also eine Stub-Area, aber doch nicht so ganz. Deswegen werden zum Beispiel Typ 7 LSAs und Typ 5 LSAs hier an R2 übersetzt. So, jetzt seid ihr weg. Na, also es ist relativ komplex, das Ganze, was diese LSAs angeht. Und diese Not-So-Stubby-Area kriegt halt aus der Area 0 nur eine Default-Route. Übrigens ganz interessant, die Typ 3 LSAs finden hier nicht statt, die gibt's da nicht. Dafür gibt's dann die Typ 4 mit dem Netzwerk-Summary der Area 10. The good news ist, wenn das alles funktioniert, muss man sich in dem Detail dann nicht mit beschäftigen. Genau. Das heißt aber, die Default-Route zeigt nicht ins Internet, sondern ins interne Netz. Richtig, in die Area 0. Du willst nicht dein Internet irgendwo an eine Area dran kleben, die nicht Area 0 ist. Na, das heißt, der Pfeil in die Richtung heißt, die Default-Route kommt aus Area 0. Also die Wolke rechts ist eher irgendein Mitarbeiter, Office, sonst was Netz. Als das Internet. So, und weil wir ja mit Not-So-Stubby-Areas noch nicht genug haben, haben wir die Totally-Stubby-Area. Ist total doof. Ich habe hier am ASBR nur meine Typ 1, Typ 2 LSAs, das heißt, ich mache hier mein Summary und diese Router hier hinten lernen nur die Default-Route. Die wissen gar nicht, wie das Netz dahinter aussieht. Ja, das heißt, das mache ich dann, wenn ich da hinten so eine alte, gammelige Cisco 2500 Möhre hinstelle, die ich irgendwo noch in der Besenkammer gefunden habe, mit irgendwie 4 Megabyte RAM und 4 Megabyte Flash oder sowas. Und ich den da unbedingt ganz dringend brauche, weil der irgendwelche ISDN-Verbindungen machen muss. Lach nicht, das habe ich schon gesehen. Das ist der Punkt, den ich befürchtet hatte. Und dann mache ich halt so eine Totally Stubby Area draus. Weil mich dann hier nicht mehr interessiert, was im Rest des Netzes funktioniert, sondern da will ich dann einfach nur die Default-Route haben. Jetzt haben wir LSA-Typen, wir haben Area-Typen, aber das ist nicht genug, es gibt auch noch Routentypen.
Das ist das, was man in der Routing-Tabelle sieht. Da ist dann immer so ein schönes O oder so ein OIA oder OE1, OE2 dran. Es gibt Intra-Area-Routes. Das sind Routen, die aus einer OSPF-Area kommen, von Interfaces, die in dieser Area sind. Die sehe ich als O. Wenn ich OSPF, also OIA, OSPF Inter-Area Routes habe, das sind Routen aus anderen Areas, von Interfaces, die nicht in meiner Area 0 sind. Dann gibt es die External Type 1. Das sind, jetzt muss ich tatsächlich in meine Notes gucken, das sind externe Routen, die eine externe und eine interne Metrik haben, sprich mit einem Typ 4 LSA reingekommen sind, weil sie von außen kommen und zusätzlich noch die Metrik eines externen Routing-Protokolls mitbringen. Das Ganze gibt es auch nochmal als E2. Die haben nur ihre interne Metrik, die haben keine externe Metrik. Was könnte das sein? Das könnte zum Beispiel eine Default-Route sein, die ich von meinem Provider gelernt habe, per BGP, RIP, statisch, was auch immer, und die ins OSPF von außen reindrücke. External heißt in diesem Sinne external to OSPF, also ist nicht durch OSPF gelernt, sondern irgendwer hat das da reingekippt. Genau. Dann gibt es als nächstes den NSSA External Type 1, N1. Der tut genau das, also ist ähnlich wie der External Type 1, kommt nur aus einer Not-So-Stubby-Area. Nicht aus einer normalen Area. Dann gibt es noch die E2s, die kommen üblicherweise aus Totally-Stubby-Areas. Nee, aus Not-So-Stubby-Areas. N2. N2. Du hast gerade E2 gesagt. Entschuldigung. N2 kommt aus Not-So-Stubby-Areas und auch Routen, die ich nicht über ein externes Routing-Protokoll gelernt habe, sondern die irgendwo auftauchen. Das heißt, ein Interface, was irgendwo an einem Router dranhängt zum Beispiel. Nein. Jo. Wenn du jetzt von N1 und N2 sprichst, würde ich dir da widersprechen wollen. Nee, ich rede gerade von E2 oder N2. Das sind nämlich Routen, die nur mit, also die ohne externe Metriken kommen. Ach so. Wobei N2 aus einer Not-So-Stubby-Area kommt und E2 aus einer normalen Area. Und es gibt sogar ein RFC, wie OSPF diese Routen zu behandeln hat. Das heißt, tatsächlich in dieser Reihenfolge. Ne, je interner die Route ist, desto besser. Und jetzt gibt es eine Demo und Max zeigt euch OSPF auf Linux. Genau. Erstmal gibt es noch einen kleinen Erklärbär, also nochmal zurück zu unserer Topologie. Das Ding links oben, also der Border-Router, ist die große Kiste, die da rumliegt mit dem Kabelgewirr. Die 5 Core-Router sind die, die auf dem Brett da hängen. Und das, was da links dran hängt, ist die Cisco-Mühle da unten mit den 2 blauen Kabeln. Da wollen wir jetzt gerade mal OSPF drauf konfigurieren. Das machen wir unter Linux mit dem BIRD, dem BIRD Internet Routing Daemon. Das ist eine Software-Implementation, die man nutzen kann. Es gäbe noch zuvor genannten Quagga oder mittlerweile geforkt als Free Range Routing etc. pp. Aber das ist der coolste, finde ich. Das Ding kann OSPF, BGP, RIP und sonstige Sachen. Das läuft als Daemon. Davon habe ich 2 Stück. Einen brauche ich für IPv4, einen brauche ich für IPv6. Das wird über Konfigurationsdateien konfiguriert, die werden wir gleich schreiben, beziehungsweise zum Teil sind die schon da, und wird über ein Kommandozeilentool gesteuert. Das nennt sich BIRD-C oder BIRD-C6. Aktuellste Version nutzen, ansonsten ist die Welt möglicherweise nicht ganz so schön, wie sie sein könnte. Das ist so die Hauptkonfiguration. Das ist jetzt für V6. Das sieht für V4 ganz genauso aus. Ich habe oben die Router-ID. Das wäre in diesem Fall auch die IP-Adresse, die auf dem Loopback-Interface des Routers konfiguriert ist. Das ist jetzt das Beispiel des Border-Routers, der da rumliegt. Die Router-ID, hatte Falk vorhin schon gesagt, sollte eindeutig sein und genau einen Router identifizieren. Ansonsten kriegt OSPF Schluck auf und das fühlt sich dann nicht gut. Und ihr euch dann auch nicht. Das Protokoll-Device da unten drunter sagt dem BIRD, ey, guck mal, alle Interfaces an, die du siehst, physikalische Interfaces, Bridges, WLANs, was auch immer, und guck mal, ob die up oder down gehen. Das heißt, bei einem physikalischen Interface, ob da ein Kabel drin steckt. Das möchten wir vielleicht wissen als OSPF später. Wenn ich das Kabel nämlich rausziehe, sollte er diesen Pfad nicht mehr benutzen. Dafür ist das wichtig. Wenn ich es reinstecke, kann er mal gucken, ob er da wieder einen Kumpel findet.
Protokoll-Kernel ist der Teil, ist die Schnittstelle zum Linux-Kernel. Das ist ja ein Daemon, also sprich ein User-Space-Prozess, den wir konfigurieren. Und der möchte ja die Routen, die er per OSPF gelernt hat, vielleicht in die Routing-Tabelle des Linuxes reinschreiben. Das passiert hier. Import None heißt, wir lesen aus dem Kernel nichts ein, also wir lesen keine External Routes ein. Export All heißt, alles, was wir wo auch immer her kennen, schreiben wir in den Kernel rein, damit das Linux das selbst auch mitkriegt. Und dann inkluden wir noch ein paar Config-Dateien, weil man das Ganze schön modular konfigurieren kann. Das wäre zum Beispiel für OSPF mit IPv4. Das wäre das Einfachste. Auch da nochmal Import-Export. Das heißt, aus diesem OSPF-Prozess, den wir da starten, diesem OSPF-Protokoll, importieren wir alles, also alle Routen, die wir lernen, wandern aus OSPF in den Bird. Wir schicken aber alles, nichts, was wir kennen, ins OSPF rein als externe Route, wollen wir nicht. Wir haben eine Area, nämlich nur die Backbone-Area, also Area 0. Wir lernen die IP-Adresse, die auf unserem Loopback-Interface ist. Da ist üblicherweise die Router-ID konfiguriert, das ist hier auch so. Und wir sprechen wirklich OSPF auf ETH1, das ist die Verbindung von der großen Box zu der oben links, müsste das sein. Das Stub heißt, Stub Yes, hat nichts mit einer Stub Area zu tun, da finde ich persönlich das Wording in der Bird-Config ziemlich doof gewählt. Das heißt, dass dieses Interface passiv ist, das heißt, da wird kein OSPF drauf gesprochen. Was auch keinen Sinn macht, weil auf einer Loopback-IP würde ich nur mit mir selber reden oder auf dem Loopback-Interface. Da OSPF zu sprechen, macht keinen Sinn. Es gehört aber zur Area 0, weil sonst hätten wir das plötzlich als externe Route drin. Genau, es ist also eine, wenn wir an die Routing-Typen denken, die oberste, eine Intra-Area-Route. Die lernen wir dadurch, sprechen aber keinen OSPF. Für IPv6 muss ich um eine, wie ich finde, ungünstige Implementationsentscheidung von Bird herumarbeiten. Da möchte ich nämlich dasselbe Verhalten haben. Ich möchte von Loopback die IP lernen. Das tut Bird allerdings nur von Interfaces, auf denen eine Link-Local-IP konfiguriert ist, eine V6-Link-Local-IP. Warum, hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Hat sich irgendwer so ausgedacht. Auf Loopback habe ich das üblicherweise nicht. Das heißt, die V6-IP, die globale, die da drauf ist, lernt er nicht. Das heißt, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder ich setze da eine Link-Local-Adresse drauf, kann ich machen. Dann tut das out of the box, analog zu V4. Oder ich baue mir ein Protokoll direct im Bird, was die IP-Adressen einliest, die auf diesem Interface konfiguriert sind. Darf ich mal kurz noch was einschmeißen? Bitte gerne. Es wird nur mit Link-Local-Adressen funktionieren, weil sonst das Multicast zum Nachbarn finden nicht funktioniert. Das ist doch ein passives Interface. Das ist in dem Fall ja egal. Gut, dann hätten wir die Begründung, warum das so ist. Was wollte ich jetzt erzählen? Achso, das ist die billige Version, das zu konfigurieren. Damit kriege ich eine External Route. Das ist jetzt Typ E2, weil das der Default ist für externe Routen. Die sind üblicherweise External Typ 2. Das finde ich vielleicht doof und hätte da lieber eine E1. Dann muss ich das manuell machen und dafür sorgen, dass das passiert. Das heißt, ich brauche an der Stelle jetzt einen Exportfilter für die von dem oberen Protokoll gelernte Route durch den Bird durch ins OSPF rein. Kann da eine OSPF1-Metrik draufsetzen, damit ist das dann eine OSPF1-Route. Muss man einmal gemacht haben. Wie gehe ich mit dem Bird um, wenn ich das alles in eine Config-Datei getippert habe? Ich nutze das Tool BirdC6 oder BirdC, je nachdem, mit welchem Protokoll ich gerade unterwegs bin. In dem kann ich dann entweder interaktiv mit einer netten Shell mit Tab-Completion und Hilfe und etc. pp. Befehle beibringen, zum Beispiel sag mal, lad mal deine Config neu, zeig mir Routen an etc. Oder ich kann sogar Kommandozeilenparameter angeben, wie beim unteren Beispiel, und kann alles, was ich interaktiv mache, genauso auf der Kommandozeile eintippern. Was wäre da so spannende Sachen? Configure ist mein Wort der Wahl, um zu sagen, hey, lies mal alle deine Configs neu und mach mal, dass das Realität wird. Dann tut er das. Oder mault mich an, dass ihm die Config nicht schmeckt. Für OSPF gibt es drei wichtige Befehle. Primär reichen die ersten beiden üblicherweise. Show OSPF Interfaces zeigt mir an, was er glaubt, auf welchen Interfaces er OSPF spricht, wie die konfiguriert sind, welche Area sind Neighbors da, etc. pp. Ist das aktiv, ist das passiv?
Show OSPF Neighbors zeigt mir, welche Nachbarn er gefunden hat. Dann kommen wir wieder zurück zu diesem zu der State Machine, die Falk relativ am Anfang erklärt hat. Habe ich einen Neighbor schon mal gesehen, also habe ich ein Hello-Paket geschickt, dann taucht er da als Init auf. Wenn die sich beide schon gesehen haben, weil mein Netzwerk nicht subtil kaputt ist, taucht es da als Two-Way vielleicht auf oder Exchanging etc. pp. Oder im Optimalfall als Full. Die Links der Datenbank muss ich mir eigentlich nur angucken, wenn irgendwie schlimme Dinge passiert sind und wenn ich debuggen will, warum das gerade so ist und wer auf welchem Router die Loopback-IP doppelt vergeben hat. Oder die Router-ID. Routen angucken, welche Routen habe ich da drin? Das einfachste ist ShowRoute. ShowRoute All zeigt mir alle Informationen, welche Metrik ist da dran, welcher Typ ist das, also Intra-Area, Inter-Area, bla bla bla. Primary zeigt mir nur die erste, falls ich mehrere habe. Oder auch ShowRoute for Prefix, wenn ich was Bestimmtes wissen will, wie geht's denn dahin? Show Protocols gibt es noch. Ich hatte jetzt schon mehrfach von Protokollen gesprochen. Das eine ist, OSPF selber ist ein Protokoll in Bird. Wir hatten das Protokoll Direct, über das ich bei V6 die Loopback-IP lerne. Das heißt, da könnte ich mir schon mal angucken, welche habe ich da gerade alle, wie heißen die, wie geht's denen. Und ich kann mir auch die Routen eines Protokolls anzeigen. Also ich möchte nur alle Prefixe sehen, die über das, das Direct Loopback-Protokoll kommen. Oder ich möchte nur alle Routen sehen, die per OSPF kommen etc. pp. Die kann ich mir noch zählen lassen und so weiter und so fort. Das ist relativ viel Magie. Und das tun wir jetzt mal. Jetzt muss ich einmal meinen Bildschirm umbauen. Chanuk. Na. So, ey. Jetzt machen wir mal ein Cluster SSH. Da das jetzt 6 Stück sind, könnt ihr das nicht alles lesen. Okay, das ist dem Kasten noch zu klein. Größer kriege ich es nicht. Ihr müsst mir jetzt mal glauben, dass ich das auf allen Routern genauso mache. Weil ich faul war, ist das für IPv4 schon konfiguriert. Das heißt, wenn ich da ein Bird C aufrufe und mir die Neighbors angucke, sehe ich, dass der links oben nur einen Nachbarn hat, was ja passt. Der hat nur ein Bild, also wenn wir das Netzwerkbild hatten, das war der, der oben links hängt. Der hat ein Bild zu meinem Core-Kreis. Und, ah ja, bitte. Das, ich bin auf der großen Box. Genau, die hat das graue Kabel, was durch das Brett durch, hier sieht man nicht so dick, zu dem E-Router geht. Und wenn wir zum Beispiel mal den, wo ist denn E? Das ist E. Wenn wir den auch mal groß machen, sieht man, dass der 3 Nachbarn hat. Das heißt, der hat einmal die 2 Nachbarn im Kreis und den nach außen. Das machen wir wieder klein, damit es passt. Das heißt, für IPv4 ist das schon fertig. Aber das ist ja alles dieses alte Internet. Wir machen das jetzt einmal für IPv6. Da liegt nirgendwo eine OSPF-Config rum. Das heißt, die schreiben wir jetzt einfach mal live. Protokoll Direct, das nennen wir LO. Das soll vom Interface LO die IP lernen und mehr nicht. Protokoll OSPF, das nennen wir IGP, also das dritte ist der Name, wie soll das Schwein da heißen? Da brauchen wir einen Exportfilter. Ich nehme jetzt mal die kurze Version, weil es weniger zu tippen ist. Importieren tun wir alles, was der Default ist. Wir arbeiten nur mit Area 0. Ist da ein Semikolon hin? Ich hoffe nicht. Das soll sprechen auf ETH 0. Und auf ETH 2. Damit sind die im Kreis verbunden, die Core-Router. Sag mir mal bitte, welches davon auf dem Border-Router aktiv ist. Das mittlere, ne? Gut, das heißt, dann müssen wir das hier einmal ändern. Und auf dem Router E brauche ich dann auch noch ein ETH 1. Und weil wir gleich noch was demonstrieren wollen, brauche ich das auf auf Core-Router A und auf Router B auch noch. Interface ETH 1. Buff, das Sheet.
So, das machen wir jetzt bei allen. Bird C6, Configure, schade. Protocol Direct LO. Natürlich, danke. Das muss da weg, aber es war ja zum Glück überall falsch, also machen wir das nochmal. Schade, Zeile 12. Dann muss da, nee, da muss da vermutlich noch ein Semikolon. Ah, das war nix, danke. Das war, ja. Oh, Zeile 12, nee, hä? Ah! So viel zum Thema mit Cluster SSH ist das ganz einfach. Also ans Ende. So, und jetzt haben wir da noch eins zu viel. Noch irgendwas kaputt? Ja, da ist noch einer kaputt. Und links. Das ist die Gefahren-Live-Demos. Immer noch links? Oh. Da fehlt noch ein Semikolon. Jetzt haben wir es aber hoffentlich. Yeah. So. War ja ganz einfach. Da zappelt so ein bisschen was vor sich hin. Da sieht man jetzt zum Beispiel Two-Way. Die haben sich gefunden. Finden sich immer noch. Aber da ist jetzt gerade eine ganze Menge Churn drin. Sprich, jetzt 6 Router unterhalten sich gerade mit, hey, wer bist denn du, was frisst denn du? Da waren doch schon gerade welche full. Ja, ich glaube, wir machen da ein Watch draus. C show OSPF neighbor. Das dauert ein bisschen lange. Bam. Da wäre eine Frage. Auf Englisch. Is there a reason you're using BERT 1.6 instead of 2, where you can use one, which does IPv6 and IPv4 in one daemon? Yes, BERT 2 is a re-implementation which only has one daemon, so both protocols are in one daemon, which might be a problem if you have a big routing table, so you only have one process which can compute all your routes. I personally have no experience with BERT 2, so I like to stick to BERT 1, which I know and which works quite fine. I know people who are productively using BERT 2, so it's possible, but I don't like the concept that's only one daemon without threading. So it's it's a single process for everything, which can become a problem. Okay, dann einmal zurück zu Deutsch. Wir haben jetzt eine ganze Menge Routen. Die Schrift kriege ich leider nicht größer, zumindest nicht mit dem Terminal. Das heißt, wir können uns jetzt mal angucken, dass wir eine ganze Menge Routen da drin haben. Das machen wir jetzt mal groß und machen das nochmal, weil es so schön ist. Das heißt, wir sehen hier jetzt die Loopback-IPs links unten. Alles, was da ED07FC13 ist, FFFF, sind die Loopback-IPs der Router. Die werden jetzt per OSPF verteilt. Das heißt, ab jetzt können alle Router sich untereinander pingen. Da unten kommen die ganzen Transfernetze. Plus noch ein bisschen anderer Kram. Das schränken wir jetzt mal ein auf OSPF. Show Route Protocol. Ja, das sind jetzt alles nur noch die OSPF-Routen. Kann man das sogar besser lesen so. Also das obere, alles wo jetzt an der am vierten, wie haben wir das vorhin genannt, Block FFFF steht, sind die Loopback-IPs. Alles, wo im vierten Block irgendwas mit FE etc. pp. Steht, sind Transfernetze. Bei manchen war ich faul und habe doch /64 genommen, stelle ich gerade fest. Das sind alles Inter-Area-Routes, zumindest die meisten davon. Hier sieht man den Stunt, den wir gemacht haben zum Einlesen der Loopback-IP für V6 unter BERT. Da steht eine E2 dran. Das ist die External Route, die wir durch das Protocol Direct bekommen haben. Das heißt, hier steht kein O davor, wie das bei Cisco zum Beispiel der Fall ist, sondern hier steht External da dran. Das heißt, wenn ich jetzt, optimalerweise habe ich eine V6-Adresse. Warum habe ich keine V6-Adresse? Das ist sehr schade. Dann muss ich das per IPv4 zeigen. Wenn ich also von meinem Laptop, der im WLAN ist, was es hier gibt, was hinter der kleinen silbernen Box ist, einen Traceroute mache zur
großen Box da hinten, klappt das über einen Hop. Wenn ich, was wäre denn der längste mögliche Pfad? Wenn ich zu Nummer 3 gehe, sehe ich, dass das hier durchs Netz wandert. Das heißt, aktuell Kabel, kleine Box, große Box, Kabel hier hoch, DC. Jetzt bin ich mal frech und ziehe das stumpf raus. Und das sollte jetzt immer noch funktionieren, nur über einen längeren Weg. Ja, ist ja kein SIP. Es wäre jetzt schön gewesen, wenn es immer noch funktioniert. Ob das Linkdown-Event hätte ich jetzt eigentlich erhofft, dass er sofort merkt, dass das nicht mehr da ist. Das ist jetzt hochgradig belastend, aber dann nicht zu ändern. Ah, jetzt hat das geschnallt. Das müssen wir nochmal nachgucken, warum das so lange dauert. Das heißt, jetzt gehe ich den Weg hier einmal oben rum. A, B, D, C. Und jetzt bin ich nochmal mutig und reiße die Verbindung zwischen A und B raus. Dazwischen hängt nämlich noch diese Cisco-Kiste hier unten. Also eigentlich sollte es darüber gleich dann irgendwann mal weitergehen. Aber dass das so lange dauert, irritiert mich gerade sehr. Na, eigentlich wäre ja die Hoffnung durch das Protokoll Device, dass der Bird mitkriegt, Bub, Kabel ist raus. Ach, Käse. Der guckt nur alle 20 Sekunden nach und schreibt nur alle 20 Sekunden neue Routen in die Kernel-Tabelle. Danke. Der Jörg hat einen Schluck Whisky gewonnen. Genau, das ist tatsächlich ein Nachteil an dieser Implementation. Zack, da zappeln Dinge. Das starten wir jetzt anders nicht. Jetzt sehen wir, dass es von A über den Cisco wandert, über B um zu C geht und da war ich zu faul, noch DNS-Einträge vorzunehmen. Mach das mal mit statischen Routen. Mm-mm. Herr Schubert schüttelt den Kopf. Okay, der Moderator schlägt vor, das mit Shell-Skripten zu lösen. Da unterhalten wir uns später nochmal im Boden. Okay. Da ist noch eine Frage. Jetzt hat man sich hier rumschlagen müssen, da noch irgendwelche Konfigurationsdateien einzugeben. Gibt es sowas auch Plug-and-Play-fähig? Ich meine, wenn ich weiß, meine Router, die sind alle auf meinem Campus, die hängen sowieso alle in Area 0 drin, warum muss ich mich mit irgendeiner Konfiguration noch rumschlagen? Weil du das willst. Der Grund dafür ist relativ einfach. Das haben wir so noch nicht erzählt tatsächlich. Oder andersrum. Wenn das, was du gerne hättest, der Fall wäre, ich stecke da einfach ein Kabel rein und da läuft ein OSPF-Prozess drauf und der sieht, oh geil, da ist ein neuer Kumpel, ey geil, den verstehe ich, der spricht auch OSPF, dann traue ich dem mit allen Routen, die er announced. Wenn ich das jetzt also bin in deinem Netzwerk, möchtest du das vielleicht nicht, dass ich mit deinem kompletten Netz OSPF spreche, weil auf einmal Traffic für 8888 oder so zu mir kommt. Das heißt, OSPF ist an der Stelle standardmäßig nicht authentifiziert. Mit OSPF V2 gibt es noch Passwörter, die ich da draufsetzen kann. Bei V3 ist das rausgefallen. Da wird erwartet, dass die Transportschicht unten drunter das tut, zum Beispiel per IPsec. Aber ich kann ja, auch wenn du von Hand irgendwas konfiguriert hast, immer noch lügen. Ich habe ID so und so viel. Glaub mir jetzt, die ist auch irgendwo anders im Netz, geht, glaub mir mal jetzt alles. Die ID ist nicht das Problem. Du musst aber explizit sagen, auf welchem Interface du OSPF sprechen möchtest. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel jetzt hier an eine Wanddose stecke und OSPF da rein brülle, dann ist da niemand, der mir zuhört. Aber und wenn ich aus deinem Router des Kabels in meine Router stecke, schon. Wenn ich das schaffe, da dran zu kommen und das zu tun, hast du ganz andere Probleme als das. Was ich vorhin nicht so ganz verstanden hatte, ist, wozu braucht er denn die lokale Interface-Adresse? Also wir haben ja da dieses Statement drin, dass wir das Interface Low einlesen und die IP-Adresse davon. Wozu braucht er die denn? Weil auf dem Local Interface habe ich doch keine Dienste, also fürs Netzwerk laufen. Danke. OSPF selber braucht die nicht. Das macht man, also das ist eigentlich Konvention.
oder das gehört zum guten Ton, dass ich die Loopback-IP im OSPF oder irgendeinem Interior Gateway Protokoll drin habe, weil ich die meistens benutze, um auf den Router zuzugreifen. Warum tue ich das? Der hat ja auch genug IPs auf den physikalischen Interfaces. Wenn ich jetzt versuche, auf eins der Interfaces zuzugreifen, wo ich gerade die Kabel rausgerissen habe, komme ich da im Zweifel nicht hin. Auf die Loopback-IP komme ich so lange, wie ein Bein irgendwo von noch von dem Bein, ein Bein von dem Router irgendwo noch am Netz steckt. Deswegen schmeißt man die da üblicherweise mit rein. Das ist kein Requirement, das ist wirklich nur eine Konvention. Okay, das heißt aber, da ist dann auch nicht 127.0.0.1 drauf, sondern irgendwas, was ich dann auch von extern über dieses Routing dann halt auch erreichen kann. Das genau. Heißt, also wenn ich da mal ein N dazu drücke, sieht man, dass die Loopback-IP von diesem Router zum Beispiel die 3 ist. Also bei V4 okay. Ist das analog. 0 bis 8 sind Loopback-IPs, der Rest sind die Transfernetze. Die ist dann aber wirklich auch auf LO gebunden. Genau. Ah, okay. 127.0.0.1 ist da auch drauf. Das ignoriert OSPF natürlich, weil es macht keinen Sinn, das irgendwie durch die Gegend zu schieben. Das ist ja nicht vorgesehen. Gibt's noch Fragen zu dem praktischen Teil? Dann fummeln wir einmal wieder zurück, dass ihr die Folien seht. Chanuk. Und das machen wir wieder groß. So. Das haben wir gerade gemacht und das hat ja auch mäßig gut funktioniert. Diese Juniper-Kiste da unten, Quatsch, die Cisco-Kiste da unten, zur Juniper-Kiste gleich noch was, ist ja im OSPF mit drin gewesen. Das habe ich schon vorkonfiguriert, weil das ein bisschen, das ist deutlich lästiger. Das funktioniert in zwei Teilen. Das eine ist, ich definiere mir meinen Routing-Prozess. Das kann man vergleichen mit dem Protokoll OSPF im Bird. Den baue ich einmal, da kann ich mehrere von haben. Bei Bird gebe ich den Namen. Hallo, warum ist mein Mikro aus? Audio weg. Audio weg, wie schade. Geht das noch? Ich weiß nicht. Na gut, dann nehme ich das so lange. In Bird gebe ich den Prozess Namen, bei Cisco gebe ich den Nummern, fange üblicherweise bei einer 1 an. Der soll bitte ins Log schreiben, wenn sich was ändert. Also mein Neighbor ist init, full, weiß ich nicht. Mein Default ist, dass alle Interfaces passive sind. Da kommt deine Frage ins Spiel. Ich möchte nicht, dass irgendwer mit mir redet, wenn ich das nicht will. Und Carsten will das Mikro haben. Bitteschön. Und unten sage ich, welche Interface nicht passive sein sollen, also auf welchen er reden soll. Das sind hier die ersten beiden Ports. Das gleiche mache ich für V6, da muss ich vorher aber explizit Unicast Routing anmachen, weil das nicht der Default ist, weil das brauchen wir nicht. Ansonsten ist das relativ gleich. Auf den Interfaces selber habe ich dann eine IP-Adresse drauf, auch wenn es eigentlich ein Switch ist, und muss dann sagen, zu welcher Area das Ding gehört. Auch hier muss ich explizit V6 wieder enablen, sonst spielt er nicht mit mir. Und weil wir den guten Ton folgen, haben wir auch eine IP-Adresse auf LO, wo sich das Ding dann die Router-ID herzieht. Das heißt, hier kann ich eine Router-ID angeben, mache ich aber üblicherweise nicht, weil er sich entweder die kleinste IP-Adresse nimmt oder die IP vom Loopback-Interface. 2 Minuten Cisco-Hate. Der Default ist, wir machen mal gar kein V6. Als ich die Kiste aus dem Regal gezogen habe, sagte es mir, nee, V6 fällt hier aus. Du konfigurierst hier keine Adresse, du konfigurierst hier kein Routing etc. pb. Dazu muss ich erst das SDM-Template anfassen. Ich weiß gerade nicht, was das aus dem Stand heißt. Weißt du das? Switch Device Manager, was das Ding macht, es partitioniert den internen Speicher des Switches zwischen IPv4 und IPv6, weil IPv6 ja länger ist. Genau, und bei Default ist V6 einfach mal aus. Das macht man an, danach rebootet man das Ding und konfiguriert dann weiter, weil vorher geht's nicht. Dann möchte man V6 OSPF anmachen, dann sagt er einem, nee, haben wir nicht, muss ich auch noch anmachen und dann muss ich noch die Interfaces enablen. So viel zum Thema Cisco Hate. Eigentlich wollten wir das noch mit Juniper zeigen und haben in der Pause versucht, diesen kleinen Juniper-Kistchen dann noch mit da reinzubringen, aber das war erstaunlich schmerzhaft bei dieser Billo-Kiste da, die ich gebraucht mal für 200 Euro erworben habe. Grundsätzlich können die das aber auch. Die Demo hätte sein sollen, dass die alle miteinander sprechen, egal was da für ein Logo vorne drauf ist. So, was wollen wir, was ihr mitnehmt? Statisches Routing, sehr schnell, sehr anstrengend. Wenn ihr 2 Kisten habt, kommt ihr damit noch durch. Wenn es 3 oder mehr sind, würde ich eigentlich mal diese 2 Minuten nehmen und die Bird-Config da reintippen. Dann ist die Welt besser. OSPF ist relativ einfach, also die Theorie ist nicht einfach, aber in die Praxis ist es relativ einfach. Und wenn man sich an die Regeln hält, die wir vorhin aufgestellt haben, dann lauft ihr auch nicht so schnell gegen die Wand.
Wenn ihr das doch tut, dann tut das sehr doll weh. Und meistens lernt man es dabei auch, wie man es nicht macht. Das funktioniert Cross-Vendor oder Cross-Plattform total gut. Also hier jetzt sind Linuxe und Ciscos und Junipers und alle eigentlich, also die sprechen miteinander. Es ist ja ein offener Standard, das heißt, es hat kein Hersteller implementiert oder Hersteller implementieren einen offenen Standard so rum. Und alle halten sich auch dran. Und ich glaube, an der Stelle gibt es auch relativ wenig Inkompatibilitäten. Wenn ihr nicht irgendwelche hochkomplexen Setups habt, nehmt nur Area 0. Alles andere wird euch irgendwann beißen. Dann habt ihr das Thema mit NSSAs, wo vielleicht doch noch irgendein Router hinten dran hängt und sonstige Scherze. Das tut sehr schnell sehr weh. Und wenn man da mal eine Config-Zeile falsch macht, dann fällt einem das halbe Netz um die Ohren. Das habe ich vor ein paar Nächten auch mal debuggen dürfen. Und da sucht man sich dann auch einen Wolf. Bird finde ich als Go-To-Software-Lösung ganz schick. Der funktioniert sehr einfach. Wenn ihr schon Cisco-Kisten konfigurieren könnt, könnt ihr euch auch einen Quagga nehmen oder die neuere Version wäre Free-Range-Routing. Das ist persönlich nicht so mein, bin ich kein Fanboy von, da habe ich schlechte Erfahrungen mit, aber mittlerweile sagt man mir, FRR soll auch funktionieren. Dann gibt es noch ein bisschen was zum Lesen. Von Cisco gibt es so ein schönes Buch, das nennt sich Routing TCP IP Volume 1. Das ist irgendwie so ein Klotz und ich glaube so ein sehr dünnes Papier und so ein Stück davon ist OSPF V2 V3. Das beantwortet alle Fragen, die ihr über OSPF habt oder eigentlich nie stellen wolltet. Das ist ziemlich komplett. Das Version von was? OSPF? Beide. Country und Western. In der Liga der inhaltlichen Seriosität ist auch der erste Link zu betrachten. Es gibt von irgendeinem Techie-Meeting ein Video zu Route Your Network with OSPF. Das müsst ihr euch jetzt vorstellen mit mit YMCA-Soundtrack. Und unten drunter ist packetlife.net. Das hat ein paar lustige Cheat-Sheets. Wie funktioniert's? Wie konfiguriere ich Dinge? Da waren auch die Bilder geklaut, diesmal mit Erlaubnis. Richtig. Bleiben Fragen. Das kommt drauf an. Das kommt auf dein VPN an. Du kannst natürlich VPN-Endpunkte genauso ins OSPF kippen. Du kannst auch über ein VPN entsprechend OSPF sprechen, wenn dein VPN-Tunnel Multicast unterstützt. Über ein IPsec wird es schwierig. Über ein nacktes IPsec. Mit OpenVPN und Tab-Mode funktioniert das übrigens total prima. Jetzt warten wir quasi alle nur noch drauf, dass diese eine Firma, die so CPE-Hardware herstellt, für den normalen Kunden auch OSPF auf ihre Fritzboxen draufpackt, richtig? Damit ich quasi in meinem lokalen Netz sinnvoll Default-Routen rumpropagieren kann. Das ist IS. Ich persönlich warte da jetzt nicht drauf. Ich baue das lieber mit einer kleinen APU, also sowas selber. Ich betrachte das mal als Scherzfrage, oder wie ernst war das gemeint? Hast du da eine Antwort drauf? Ob man OSP auf der Fritzboxen will, ich weiß nicht. Also wenn man tatsächlich zu Hause die Notwendigkeit für OSPF hat, sollte man sich doch so einen Ubiquiti Edge Router oder sowas hinstellen. Die können das meistens. Du hast verloren. Vorne ist noch eine. Also wir hatten jetzt natürlich nur einen Ausgang, heißt nur ein AS-Gateway. Wenn man jetzt mehrere davon hätte, müssten die sich einfach, also prinzipiell war jetzt auch von dem davor, das ist zumindest bei mir so angekommen, dass dann einer gewählt wird oder sind die einfach beide da? Die sind dann beide da und es wird jeweils der mit dem kürzesten Weg benutzt. Was natürlich, wenn du in deinem Upstream NAT machst, zu interessanten Problemen führen kann. Ja. So. Ich glaube, da drüben noch und dann da. Ich hätte noch ein Follow-up zu dem Edge-Router. Das wäre zum Beispiel ein Edge-Router X. Das Ding hat 5 Gigabit-Ports per Kupfer, kann darauf Strom liefern und hat einen SFP-Port.
Die Herren in der letzten Reihe wissen, was das kostet. Irgendwie 60, 70 Euro, ne? 50. Das ist ein ERX-SFP. Die Kiste kann OSPF, RIP, BGP, DHCP-Server, DHCP-PD, Dinge und Sachen. Nur, also im Groben und Ganzen fast das Gleiche wie die Frage vorher. Kann ich denn auch sagen, dass ich zum Beispiel Load balance über zwei Router? Das kannst du auch machen. OSPF kann Weakle Cost Multipath mit bis zu 8 Routen. Also Multipath also geht genau, quasi. Multipathing geht, ist aber je nach Hersteller manchmal unterschiedlich implementiert. Okay. Nach der Frage müssen wir dann noch Schluss machen, weil wir dann noch ein bisschen Pause brauchen. Wir hatten ja hier schon von OSPF V3 gesprochen. Wie sieht das denn aus, von dem wir OSPF V3 V4-Routen über V6 Links annoxieren? Weil das geht mit Bird ja dadurch, dass das zwei getrennte, die sind faktisch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, auf die Idee, das zu machen, bin ich noch nie gekommen. Ich mache reines Dual-Stack, das heißt, ich habe einen Bird, der V4 macht, der spricht OSPF V2 mit seinen Kumpels und OSPF V3 für V6. In der Uni haben wir ein reines Cisco-Netz, da machen wir das ganz genauso. Also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, nur V3 zu nehmen für beide Protokolle. Keine Operation, keine Operational Experience. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass Cumulus und so das halt genauso handelt, um zu sagen, wir annexieren über ein V6-Netz hinweg die V4-Routen im Endeffekt. Die nehmen die Links zwischen den Routern V6-only mit Link-Local und nehmen die unter V4 handeln die das ähnlich wie IP-less im Endeffekt und werfen den Kram einfach genau durch. Als Annahmen-Button, ja. Okay, gut, dann schönen Dank. Dankeschön.